Päckchen packen für Weihnachten. Mit dieser Aufgabe beschäftigt sich dieses Jahr die Europaparlamentsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber im CSU-Haus in Schweinfurt schon ein paar Wochen früher. Pünktlich zum 15. November müssen nämlich alle gepackt sein und bei Sammelstellen der Hilfsaktion Weihnachten im Schuhkarton eingegangen sein. Als neue Schirmherrin nimmt die 30-Jährige ihre Aufgabe sehr ernst. Herr Schnepf kam im Rahmen der Bürgersprechstunde auf mich zu und hat von dem Projekt Geschenke der Hoffnung erzählt. Und ich habe sofort gesagt, das möchte ich unbedingt unterstützen. Es wurde ja auch im letzten Jahr von der Familienministerin Ursula von der Leyen mit unterstützt. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Signal, ein Zeichen, wie man wirklich in den armen Ländern den Kindern eine Freude bereiten kann. Die EU macht ja sehr, sehr viel im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, wie man mit ehrenamtlichem Engagement, einfach indem jeder Bürger mithilft, dieses politische Engagement mit unterstützen kann. Und da werden eigentlich europäische Werte teilen können, Nächstenliebe exportiert. Familie Schnepf aus Egenhausen bei Werneck organisiert seit 1999 die Hilfsaktion in der Region. Über die Jahre hinweg haben sich immer mehr Päckchen auf den Weg in die bedürftigen Länder gemacht. Pünktlich zum Weihnachtsfest erreicht die Lkw-Ladung dann die Kinder in Not. Wir haben das in der Zeitung gelesen und haben gesagt, wir packen selber Päckchen, weil wir es als gute Idee empfanden. Und haben gepackt und haben dann gemerkt, dass so Sammelstellen sehr weit voneinander entfernt sind. Und das Porto war eben sehr teuer. Und dann haben wir gesagt, also wir haben Platz daheim, wir probieren es als Sammelstelle. Und so hat sich das im Laufe der Jahre gesteigert, dass Freunde, Bekannte erst Päckchen gebracht haben. Und so hat es immer weitere Kreise gezogen. Wer sich daran beteiligen will, kann einen Schuhkarton mit Geschenkpapier bekleben und ihn mit Dingen füllen, die Kindern Freude machen. Das Päckchen sollte außerdem mit einer Altersangabe und dem Hinweis versehen sein, ob die Geschenke für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht sind. Wo Sie Ihre Päckchen abgeben können, erfahren Sie unter der eingeblendeten Homepage oder unter der Telefonnummer 09722 9265 von Familie Schnepf. Prinzipiell kann man sagen, in das Paketchen sollte alles reinkommen, was ich meinen Kindern halt auch schenken würde. Es sollten natürlich nur neue Sachen rein, denn es soll ja ein Geschenk der Liebe sein. Und es soll natürlich auch keine, Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Kindern stattfinden. Das eine Kind bekommt neue Sachen, das andere nur gebrauchte. Darum haben wir vor ein paar Jahren eigentlich die Organisation sich entschlossen, nur neue Sachen reinzutun. So konnte im vergangenen Jahr knapp 2000 Kindern in den osteuropäischen Ländern mit kleinen Geschenken allein aus der Region Main-Rhön große Freude bereitet werden. Bundesweit wurden insgesamt knapp 440.000 Schuhkartons gesammelt. Also, auf die Päckchen, fertig, los!